Didi, in Mailand läuft die Fashion Week, aber ich denke, ihr habt andere Pläne. Also das ist mir wirklich egal. Also ich glaube, wir sind dort, dass wir ein gutes Spiel machen, damit wir eben die Möglichkeit noch haben, weiterzukommen. Auf geht's nach Mailand. In die Modestadt, aber nicht zur Fashion Week, sondern Sechzehntelfinal-Rückspiel gegen Inter Mailand. Auf geht's. Milano. Mailand. 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 Wie geht's? Das ist gut, danke. Thank you for your attention. We wish you a pleasant flight. Die Frage, die ich mir in Mailand ja immer stelle, sind Tauben eigentlich taub? Kannst du mir das beantworten? Was? Was? Ascoltami mamma, non voglio più amare. 3, 2, 1, let's go! Ciao aus Milano, ciao aus dem altehrwürdigen San Siro Stadion. Wir freuen uns, dass wir so ein, ja, zahlreiche und lautstarke Unterstützung kriegen. Ist sensationell. Sagt einfach, dass die Rapid-Familie riesengroß ist, dass der Zusammenhalt da ist. Und ist ja auch für die Fans eine richtig geile Reise da nach Mailand. Es ist jetzt natürlich eine wunderbare Geschichte, dass man hier spielen kann. Ich meine, das Stadion ist schon beeindruckend, aber das darf nicht das Erste sein. Das Entscheidende wird sein, wie wir als Mannschaft mal auftreten und dass wir, was wir auch in Wien wollten, mutig sein müssen, damit wir das Unmögliche möglich machen. Und man darf sich dann einfach die Nebensächlichkeiten da beeindrucken lassen. Hi Bruno, hast du im Griff? Jetzt krieg ich schon deine Karten in die Hand drückt, weil du sie immer verlierst. Muss ich sie ab? Muss ich sie ab? Über 5000 Rapid-Fans sind. Hallo. Perché ti giri da? Wie geht's? Grazie. Perfekt Italienisch. Ja, dass du das gelernt hast, 6 Jahre. Schau mal darauf, 5000 Rapidler, aber ganz gewaltig. Im letzten Eck, aber sehr geil. Sehr was glaubst du? Ja, ich glaube, es wird eng, aber 1-0 und dann Verlängerung und dann schauen wir, was geht, oder? Sind wir einfach optimistisch, ja, oder? Probieren genau. Wir's. Also, alles Gute, Rapid. Genau. Gerade aufs Feld steht 4-0. Pergesic Auflage, Politano Tor. Ganz 4-0. Bitter, ganz bitter.
natürlich sehr, sehr bitter. Wir haben uns das auch anders vorgestellt, aber ein großes Dankeschön an jeden Einzelnen, der die Reise auf sich genommen hat. Wir haben es gespürt auch von Anfang an, dass sie hinter uns standen sind. Leider haben wir es heute am Platz nicht hingekriegt, so, dass das spannender hätte werden können. Ja, wir müssen aus diesen Sachen lernen nehmen. Wir sind trotzdem eine relativ junge Mannschaft noch, die gegen eine Champions League-Mannschaft verloren hat. Didi Kübauer, Rapid scheidet bei Inter Mailand aus. 4-0 klingt hoch, aber man hat sich doch ordentlich verkauft. Wie sehen Sie die 90 Minuten heute? Ja, es ist so, dass man muss Inter gratulieren. Sie sind die bessere Mannschaft. Das haben wir vor dem Spiel gewusst. Jetzt noch ein Spiel wissen wir es genauso. Aber ich glaube, wir haben sie wirklich, so blöd das klingt, nicht so schlecht verkauft. Aber ärgerlich ist halt nur, wie die ersten zwei Tore entstanden sind. Weil, Eigenfehler? Ja, das muss man schon sagen. Also, weil wir waren eigentlich ganz gut im Spiel, aber mit dem Tor in der 10. und der 19. dann war ganz klar, es wird da nicht mehr allzu viel zu machen sein. Ist dann auch schwierig für die Mannschaft und trotzdem haben sie versucht, nach vorne zu spielen. Und ja, muss man neidlos anerkennen, dass Inter die bessere Mannschaft ist. Penner. Der Humpel da. Naja, ja. 4-0. Tut weh. Also mein Fuß, aber die Niederlage auch. Da bist du chancenlos. Ja, muss man sagen. Ja. Aber ich finde, die Interviews waren jetzt auch, das war einfach, sie haben es genau richtig erkannt, Inter einfach besser. Und ja, aber wir fliegen weiter. Genau. Und zwar mit Salzburg. 4-0 gewonnen gegen Brügge. Geile Sache. Die Eurofighter fliegen weiter.